Leute, ich bin Shaui und willkommen zu einer neuen Indie-Horror-Einteiler. Und zwar spielen wir jetzt Urbex. Ich weiß nicht, ich habe es kurz auf Game World gesehen. Und es soll als Urban Exploration-Spiel mit ein bisschen Horror sein. Und ich hoffe mal, dass der Horror-Part kommt ein bisschen größer an als das andere. Es erinnert mich gerade ein bisschen an... Es ist auf jeden Fall irgend so ein Unity-Spiel. Wir haben ja jetzt schon länger keinen Indie-Horror mehr gespielt und ich dachte, hey, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Lag einfach daran, weil es irgendwie nicht so gute Horror-Games mal gab. Können wir eigentlich was ausstellen noch? Da hinten liegt was, glaube ich. Ja, hallo? Da rüttelt einer nachts am Tor. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen. Tut mir leid. Da liegt ein Schlüssel. Das ist eindeutig ein Schlüssel. Wir haben ihn genommen. Habt ihr im Geräusch erkannt, ne? So, ich weiß nicht genau, wo wir hier sind. Es sieht aus wie eine alte Schrauberwerkstatt oder so. Allerdings hat er ein bisschen was gewütet. Könnten aber auch Barhocker sein. Vielleicht eine alte Bar. Aber es sieht aber eher aus wie eine alte Firma. Die Regale sind definitiv scheiße platziert. Da muss ich dem Praktikanten mal nochmal Bescheid sagen, weil so geht das gar nicht. Wir haben aber auch einen Schlüssel bekommen. Vielleicht können wir jetzt eine Alternativroute gehen. Zum Beispiel diese hier. Hab gar nicht gesehen, dass das eine Tür ist. Ach so, da steckt jetzt der Schlüssel drin. Hat aber keinen Türknauf oder so. Ja gut, dann ist das wohl unser Weg hier. Das sieht kompliziert aus. Das sieht sehr kompliziert aus. Da lasse ich mal lieber die Finger von. Hier ist aber ein Schrank. Ich hoffe, wir müssen uns nicht drin verstecken. Wir können hier gar nichts machen. Einen Fuck können wir hier machen. So, das war auch das Wort dafür, die Demonetarisierung des Spiels. Warte mal, vielleicht müssen wir doch da irgendwas machen. E drücken oder sowas? Nö, gar nichts. Okay, vielleicht gibt es hier irgendwas anderes. Der Schlüssel war ja noch gut zu finden. Vielleicht müssen wir den Strom auch wieder herstellen. Vielleicht da hinten haben wir noch nicht geguckt. Da wo das Licht so flackert. Vielleicht gibt es da irgendwas, was wir nehmen müssen, finden müssen und da einsetzen müssen. Hier. Ah, eine Sicherung. Ach so. Ist auch gut, dass die Objekte so wahnsinnig geil markiert wurden in der Welt, dass man die sofort sieht. Naja, mal gucken, ob wir noch zu Jumpscares kommen oder irgendwie sowas. Ah, wahrscheinlich müssen wir den Strom anmachen, damit das Tor hochgeht, oder? Als ob ich das Spiel schon mal gespielt hätte oder programmiert. Aber wenn ich ein Spiel programmieren würde, dann hätte es irgendwas mit Cowboys zu tun. Wird meine Taschenlampe schwächer? Oder wird der Raum einfach nur größer? Sehr viele Paletten, sehr viele Kisten und so. Ein paar Dosen. Ein paar Schränke. Mann, ich hasse das. Geräusche, Jumpscares mit Geräuschen. Nicht so meins. Kann ich die Dose aufnehmen? Nein. Okay, ich denke, wir müssen hier durchgehen. Der Praktikant ist im Dunkeln gestolpert und hat ein Regal mitgenommen. Oh, ich weiß, pass auf, wir müssen die Sicherung von da hinten holen und müssen sie hier einsetzen, garantiert. Oder eine zweite Sicherung finden. Warte mal. Das ist der falsche Raum, oder? Da hinten war der eher. Es ist auch sehr sinnvoll, dass man in diesem Spiel... Oh, so! Okay. Hallo, mein Freund. Wo wollen wir denn hin heute Nacht, hä? Sind wir auf meinen Körper aus, oder was? Ich will doch nur diese kleine Sicherung hier holen. Ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass wir die Sicherung nicht holen können. Da ist noch eine. Da ist noch eine, verdammt. Der Schrank ist jetzt auf. Deswegen mussten wir zurück. Mann! Oh. Hallo? Meine puppigen Freunde. Oh, was? Schön, dass du die Stange hältst. Ist ganz wichtig. Ich habe den Praktikanten gefunden, der das Regal umgeschmissen hat. So viel dazu. Hallo? Muss ich die Brüste zensieren? Nee, das ist ja keine echten Brüste, oder? Was mit dem Arsch? Hi. Der hält auch das Regal. Warum halten die alle die Regale fest? Okay. Hallo. Schön, schön, schön. Wir sind also in einer Puppenfabrik oder was? Du hast keinen Kopf mehr.
Komm ich hier nicht durch? Doch, du zeigst dahin, ne? Solange sie sich nicht umdrehen. Ah, sehr schön. Der steht extra zur Seite, dass wir hier die Sicherung einsetzen können. Na, alles klar. Was habt ihr mit euren Beinen gemacht und alles? Oh. Na? Dir fehlt ein Arm. Ist das schon mal aufgefallen? Keine Arme, keine Kekse. Irgendwann reicht's doch mal hier. Du hast auch keinen. Das ist eine wirklich sehr, sehr große Garage oder Puppenfabrik oder was auch immer. Oh, eine Sequenz. Ja, wir sind geflüchtet. Wir sind raus. Sehr schön. Jetzt können wir auf einmal rennen. Sind wir gestolpert? Ende. Hätte aber auch eine Hand sein können, die quasi von hinten durch den Rücken in unserem Bauch und dann so das Herz rausgerissen. Okay, das war... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Erbia? Hallo? Ich komme da nicht raus. Ja gut, das war irgend so ein Horrorspiel von GameYold. Ich habe es euch auf jeden Fall verlinkt, falls ihr selber spielen wollt. Link ist in der Videobeschreibung. Nee, Quatsch, ist gar nicht von GameYold, das ist von itch.io. Ist von itch.io. Schaut mal vorbei. Alle Informationen in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Indie-Horror-Einteiler, der hoffentlich sehr bald folgen wird. Ich habe jetzt immer ein bisschen mehr Platz durch die Vorproduktion. So, ich muss jetzt noch 3 Minuten reden, damit ich auf die 10 Minuten komme, um Werbung zu schalten. Mache ich natürlich nicht. Ich mache jetzt Schluss. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.